Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Hood Rivals. Neue Folge, neues Spiel. Diesen Mittwoch, ja. In regulärer Spielzeit sind wir schon seit längerer Zeit ungeschlagen. Nach Verlängerung stehen wir wieder bei Null. Ist so. Ärgerliches Spiel gestern, müssen wir aber abhacken. Heute geht's weiter, mal schauen, ob wir heute mehr Glück haben. Bräuchten wir eine Verstärkung, gerade Crosby, Giroud, die Reihe hinten braucht Verstärkung. Müssen wir mal gucken, was wir da machen können. Joa. Wie gesagt, Verteidigung sieht Bombe aus. Oder steht mit unseren 92ern. Aber gerade der Angriff mit Crosby, Giroud, die müssen wir jetzt einfach auswechseln. Ich hatte gehofft, dass Giroud so ein Set kriegt, dass man den nachträglich noch machen kann, dass man ihn auf 95 boosten kann. Das gab es ja leider nicht. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Aber gut, einfach mal hoffen, schauen. Wird schon irgendwie. So, jetzt müssen wir jetzt hier erstmal hoffen, dass wir einen Gegner finden. Einfach mal hoffen auf den Gegner. Sieht aber nicht schlecht aus. Das ist bitter. Das ist wirklich bitter, Freunde. Es ist Sonntag, 23 Uhr. Es ist keine Zeit, wo man sagt, es wäre in Amerika niemand online, es wäre in Europa niemand online. Das ist halt schon eine Sache, die man mal vertrauen muss, dass man hier keinen Gegner findet. Wie gesagt, auch die Aufteilung in vier Gruppen nicht unbedingt positiv zu erwähnen für NHL. Jetzt haben wir die gefunden. Pindemayor Valila hat sich nach einem nördlichen Gegner an. In Skandinavia, würde ich jetzt mal schätzen. Kanada-Trikots lassen auf was anderes schätzen, wobei, wenn es Norweger ist, dann ja. Der erste Spieler, boah, gut abgefangen, Seguin, aber genauso. Und das sind halt schon wieder 2 Minuten. Du willst doch nicht sagen, dass dieser Stockschlag irgendwas bewirkt. Der kommt nicht an die Scheibe, trifft nur uns. Ist nur vor unserem Gesicht. Aber ja, natürlich, ist effektiv, klar. Oh, und jetzt geht... Und jetzt sowas wieder, Alter. Rückwärts fahren. Bei Eintritt in die Offensivzone. Absolutes No-Go. Das ist so ein dreckiges Spielverhalten. Das ist so schwer im Pass hinten, Alter. Also sorry, es kann doch nicht sein, dass ich ein Pass spiele auf eine Person, die meilenweit von der Scheibe entfernt ist
und vom Gegner entfernt ist und dieser Pass so ins Nichts verläuft. David, den hat er nicht kommen sehen. Ja, schön. Ich stehe, könnte mich freikämpfen, indem ich einfach weglaufe, weil er macht auf der einen Seite ja nicht zu. Ja, nee, geht nicht. Letztes Spiel ist es aber kein Problem für unseren Gegner, dass er sich da einfach von unserem Spieler davon klaut. Ja, jetzt haben wir noch schlechte... Och, McDavid, Junge! Er läuft rückwärts durch die Offensivzone. Ich sitze zum Blocken da. Hey, für das, dass er nicht weiß, wohin läuft. Also, sorry, das ist doch kein Beinstellen. Das ist doch kein Beinstellen, jetzt mal ehrlich. Habe ich absolut kein Verständnis für sowas. Absolut nicht, sorry. Ist auch interessant. Ja, alles klar. Dann wissen wir, was Sache ist. Schade. Es ist schade. Aber wenn man anscheinend nur mit sowas gewinnen kann. Oder nur so spielen kann. Ja. Mein Gedanke ist halt, wenn es sowas in den oberen Ligen so weitergeht, muss ich ehrlich sagen, dann spiele ich lieber in Division 7 bis 10, wo ich einen Scheißdreck kriege für mein Spielen, als dass ich in den oberen Ligen spiele und mir dann so einen Kack reinziehe. Echt. Sorry. Muss einfach mal gesagt werden. Hier, Letang. Spiel die Scheibe schon längst raus. Scheibe geht nicht weg von ihm. Oh. Zwei Leute. Direkte Chance, den Puck führenden Spieler, beziehungsweise den Puck einfach wieder zu greifen. Macht keiner. Muss da auch nicht wirklich viel machen, um an die Scheibe zu kommen. Steht einfach nur daneben. Wenn wir nicht mal im Vorbeilaufen kriegen, obwohl wir absolut richtig stehen. Dann blockst du ihn und hast ihn danach immer noch nicht. Gigantisch. Ja, was? Ach komm. Ja, wir laufen auch in Ovechkin in Rinne rein, aber im Endeffekt ändert es nichts daran, dass er der Erste ist, der reinläuft und er derjenige, ja genau, weil ansonsten, warum wäre denn die Scheibe sonst jetzt hier in der Offensivzone, wenn wir der Schuldige gewesen wären? Wenn wir der Schuldige gewesen wären, wäre die Scheibe hinter der blauen Linie gewesen. Ist nicht der Fall. Also, liegen wir richtig. Sein Verteidiger war der Erste, der in den Torhüter reinfährt. Minuten sind um 0-0. In einem Spiel, wo ich uns ehrlich gesagt absolut nicht gewinnen sehe. Wie haben wir 0 Torschüsse? Kann ja gar nicht sein. Ach, ich zweifle es nicht an. Achso, ja doch, wenn du die ganzen geblockten Schüsse wegnimmst, ja doch, dann haben wir 0 Torschüsse, ja. Boah, stark von Carlsen.
Und wieder der Stockschlag. Da ist Carlsen noch nicht mal an der Scheibe. Was macht denn Carlsen da unten? Schau dir das mal an, was Carlsen macht. Wir steuern Seagrass, weil wir haben hier noch den Schläger draußen. Und Carlsen rennt voll in Rinne rein. Ja, super, nice, leeres Tor, geil. Ey, was ist denn das jetzt für eine Verarsche, bitte? Also jetzt seit zwei Spielen die KI einfach ausgeblendet, oder was? Nice. Cool, macht Spaß so. Läuft einfach ein Tor hier oben, ja nice. Oh, vom Poke-Check. Stockschlag. Nicht gegeben. Das ist klar. Also ich glaube, das Nicht-Geben der Stockschläge ist, glaube ich, die neue Schiri-Krankheit. Weil das ist... Das ist sowas von fernab jegliche Realität. Das gibt's ja gar nicht. Auch hier wieder. Da geht er mit dem Schläger zuerst auf. Ja, toll. Berühren die Scheibe zuerst, aber kriegen sie nicht, oder was? Ey. Das ist ein Witz. Tut mir leid. Das ist gerade ziemlich uncool. Das ist kein Schuss. Er hat ihn einfach und die Scheibe ist drin. Da kommt kein Schuss von McDavid. Ich hätte jetzt nichts gesagt, wenn da ein Schuss gekommen wäre, aber da kommt keiner. Und ich muss ehrlich sagen, wenn da kein Schuss kommt, dann hat er eigentlich mit McDavid und der Scheibe... am Tor vorbeizulaufen. Und nichts anderes. Das ist ein einfacher Pass nach vorne. Was passiert hier gerade? Ich verstehe es wirklich nicht. Ich passe mit Drysdale einen Pass auf 2 Metern gerade nach vorne. Tavares läuft zur Scheibe hin. Ah, wir verlieren die Scheibe. Tavares bleibt stehen. Ein einfacher Pass nach vorne. Hier, der kommt auch an. Wie kriegt er sie denn? Er macht doch gar nichts. Ich hab sie. Kein Poke-Check, kein Check. Nichts. Er kriegt sie einfach. Hier, schau her. Wir checken. Wir kriegen sie nicht. Wir checken. Wir kriegen sie nicht. Wir laufen zur Scheibe hin, wir kriegen sie nicht. Da stehen 3 Spieler von uns. Wer kriegt sie? Der Gegner. Boah. Richards läuft am liegenden Ovechkin vorbei. Ich drücke R2, krieg ihn nicht. Scheibe ist weg. Ich will die Scheibe rausspielen. Geht nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Ich mach gar nichts. Boah, leck mich am Arsch. Das ist ein Witz. Nee, echt nicht. Echt nicht. Echt nicht. Echt nicht. Das ist ein Witz. Ich drück nicht mal passen. Ich drück R2 für einen Spielerwechsel. Aber noch bevor Richards die Scheibe hat. Das ist ein Scherz, es tut mir leid. Das ist einfach ein Scherz. Das ist einfach ein Scherz und da habe ich echt wirklich kein Verständnis für so eine Scheiße. Ich spiele die Scheibe mit Drysdale gerade zu Ovechkin, der läuft vor mir. Drysdale spielt sie einfach 5 Meter von Ovechkin weg, wo gar kein Spieler von uns steht. Davor mehrmals die Aktion... Ich krieg die Scheibe hinterm Tor, auf einmal zack, die Scheibe rundherum um die Eishalle. What the fuck?
Wir haben hier einen 16er Ping. Hätte ich jetzt einen 900er Ping, würde ich es ja verstehen. Aber nicht mit 16, Alter. Ey, tut mir leid. Also das ist Schiebung von hinten bis vorne des Spiels gerade gewesen. Echt nicht schön sowas. Und dann wundert man sich, warum bei NHL die Spieler weglaufen. Ja, nee. Also sorry, wenn ich jetzt sowas hochlade und jemand, der sich überlegt, boah, kaufe ich mir jetzt NHL oder nicht, der schaut sich das an und denkt sich so, abgesehen von meinem Kommentar dazu, was ist denn das für eine Scheiße? Weißt du, da hast du vielleicht die Chance, weil FIFA noch schlechter ist im Moment, dass du Leute zu anderen Spielen bekommst und dann kommt so ein Mist. Ich weiß nicht, wie wir die Spielerbase vergrößern wollen. Wenn bis nächstes Jahr das wieder 4 aufgeteilt wird, dann kannst du NHL in spätestens 2 Jahren in die Tonne kicken. Wenn sie jetzt die ganze Zeit so weitermachen mit PS4 und PS5. Kannst du knicken. Kannst du absolut knicken. Shatter Solik. Ein Weißrusse. Mal gucken. Neues Spiel, neues Glück. Wie gesagt, Doppelfolge heute, weil wie gesagt, diese Schiebung, die ersten 12 Minuten. Tut mir einfach leid für sowas, muss ich einfach sagen. Das Problem ist halt, es ist halt auch meine Zeit, die drauf geht dabei. Wisst ihr, ich habe sowieso begrenzt Zeit nur. Und dann, sowas ist halt Killer. Sowas ist absoluter Killer. Aber es geht genauso weiter. Pässe, die irgendwo hinkommen, wo sie nicht hinkommen sollen, während der Spieler daneben steht. Poke-Checks, die du machst ohne Ende, aber irgendwie absolut keinen Sinn und Nutzen haben, weil du die Scheibe eh nicht kriegst. Jetzt gibt es 2 Minuten für Beinstellen, während Crosby... Was kein Beinstellen ist? Also, es tut mir leid, was wird denn jetzt aktuell für eine Kacke gepfiffen? Also sorry, das ist kompletter Mist. Selbe Prozedur wieder. Aber sein Schiedsrichter kann die Scheibe auch nicht annehmen. Was eigentlich, wie soll ich sagen, wirklich eine einfache Scheibe ist. Da ist nichts Schweres dabei, diese Scheibe anzunehmen. Hier, wir checken mit 3-4 Spielern. Da passiert einfach gar nichts. Jetzt hat man die KI wirklich für fast 13 Spiele echt solide. Und jetzt auf einmal wieder, als hätten sie das Eishockey-Spielen verlernt. Oh, Seagrass, das ist natürlich eine super Möglichkeit jetzt. Oh, wird da einfach weggerannt. Bevor der Pass kommen kann. Alex Tricott legt ab für Seagrass. Seagrass muss aufpassen. Da fliegt die Scheibe an dem Spieler vorbei und der Spieler reagiert nicht mal. Weißt du, wenn jetzt mein Spieler wenigstens gesagt hat, pass auf, ich versuche hinzugehen, aber nee, das will er ja gar nicht. Oh, 2 auf 1 Möglichkeit. 1-0. Das ist, ja. Wenn er dir so wegnimmt, musst du warten, bis er heute ein bisschen ins kurze Eck aufmacht. Dann legst du ihm ins kurze Eck rein. McKinnon macht genau das. Wartet. Zack. 1-0. Gegner gewinnt das Bulli wieder. Kompletter Bullshit. Milan Hejduk. Der nächste, der rückwärts läuft. Ich hab das so satt.
2-0 McDavid und er bricht wahrscheinlich ab. Oder nee, macht die Auszeit. Oder mal Glück. Da mal viel Glück. Da mal tatsächlich viel Glück. Nee, hat sich die Auszeit genommen. Weiß nicht, was ein bisschen umgestellt hat. Sehen wir gleich. Aber McDavid mit dem 2-0. Sieges. McKinnon schafft es irgendwie an der Scheibe zu bleiben. Frag mich nicht wie, weil er hätte dann niemals an der Scheibe bleiben dürfen, so wie das gerade gelaufen ist. Das sind zwei. Wir haben die Scheibe und es wird abgepfiffen. Okay, alles klar. Linden 3-0. Schön gespielt von McDavid, kommt nicht zum Schuss, dann legt dann ab und Linden hat halt das Empty Net vor sich und das ist der Abbruch. Jawohl. Da haben wir unsere 770 Punkte. Haben wir doch eine normale Folgenlänge hingekriegt. Also wie gesagt, auf einmal geht's dann wieder, aber wie gesagt, das war es im letzten Spiel. Immer, ich sag's mal so, immer wenn diese Scheibe einmal so komplett durch die Halle läuft, gefühlt, aus irgendeiner komischen Situation, könntest du das Spiel eigentlich gleich abbrechen. Außer ihr seid schon 5 Tore vorne oder sonst was. Aber solchen Gegner muss ich einfach sagen, den traue ich nicht. Jetzt kriegen wir plus 11. War der so viel besser als wir? Vom Standing her. Das ist genauso viel, wie sie uns vorne abgezogen haben. Wenn ich die Statistik anschaue, weiß ich nicht, ob er so viel besser war. Ja, er hatte 5 Torschüsse, aber das heißt ja nichts. Um es einfach mal so direkt kalt zu sagen. Das heißt ja nichts. Macht McDavid halt schön, weil er schön weit reingeht. Jetzt spielen wir den Pass und dann hat es halt Linden auch einfacher. Und er ist um den Torhüter schon rum. So, Spielende. Dann passt wieder. Dann haben wir die Mittwochsfolge schon mal. Freut mich. Machen wir fürs Zuschauen, sagt Ciao und V. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder und hoffen, dass wir jetzt hier nochmal ordentlich Punkte rausholen, weil im Moment brauchen wir es noch. 2x770. Während. Oh, es würde so knapp reichen. Sie haben mich 1540, da hätte mich 3640. Alter, wäre das knapp. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ciao und V, bis morgen.